Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Tagesausblick auf CMC TV, zum CMC Espresso. Die Märkte schrauben sich weiter nach oben, die Nachrichten sind auch positiv. Jetzt die neueste positive Nachricht, die vor allem die Wall Street beflügelt, hier die Tech-Werte in den USA, der US-NDAQ 100 Cash-Index zu sehen, der wird auch weiter nach oben getrieben. Wir haben so einen doppelten Stimulus für die Aktienmärkte. Wir haben einmal die laufende Sektorrotation, dadurch, dass die Impfstoffe verabreicht werden, dass also die Hoffnung auch bleibt, dass die zweite Jahreshälfte dieses Jahres besser ausfallen wird. Also die zyklischen Werte laufen gut und die Pandemie ist ja trotz dieser Hoffnung auch erstmal nicht besiegt, trotz der Impfstoffe. Und wir haben eben die volle dritte Welle in den USA, die eben hier wütet. Und das ja, beflügelt die Digitalisierung und alles, was daran hängt. Und die Tech-Aktien, die haben hier Sonderkonjunktur. Und das sieht man eben auch an der Kursentwicklung des Index im Tageskerzenchart. Ein intakter Aufwärtstrend, wenn man sich diesen Schub hier anschaut. Am 7. und 8. Januar gab es ein höheres Hoch. Und wir sind jetzt wieder nach unten gelaufen, haben eine potenzielle 1 für ein 1, 2, 3 Trendwendemuster. Sollte ein Tagesschlusskurs zustande kommen unter 12.778, ohne dass zuvor ein höheres Hoch gemacht wurde. Aber eben auch erst dann ist ein Trendwendemuster zu erkennen. Wir können uns den letzten Abwärtsimpuls hier auch anschauen. Da gab es auch einen Abwärtsimpuls, eine Gegenbewegung. Und dann wurde genau dieses Niveau gekauft, was der Auslöser war für ein höheres Hoch. Tesla und Co. treiben die Kurse weiter nach oben. Dennoch ist die Nachricht in den USA, was die Demokraten planen, nämlich ein viel größeres Konjunkturprogramm zu verabschieden, als es jetzt ursprünglich erwartet war. Es wurde ja schon ein Konjunkturpaket jetzt unter der Regierung Trump verabschiedet, das fast 1 Milliarde US-Dollar groß war. Dennoch wollen die Demokraten nochmal 2 Billionen US-Dollar nochmal hinzufügen zu dieser 1 Billion, fast 1 Billion großen Konjunkturpaket, das ja im alten Jahr schon verabschiedet wurde, sollen weitere 2 Billionen hinzukommen. Also ja, Schulden machen ohne Ende. Und das will Joe Biden heute im Detail vorstellen, was da so alles drinstecken soll in diesem Programm. Und wir sehen jetzt eine klare Reaktion der Anleihemärkte. Und das könnte ein bisschen zum Problem werden. Vielleicht noch nicht jetzt, aber an einzelnen Tagen könnten die Märkte dann doch auf die Idee kommen, zu sagen, so, ups, die Zinsen steigen ja. Hat das nicht irgendwie, ist das nicht irgendwo vielleicht ein Signal, dass die Märkte eine höhere Inflation erwarten? Ist es nicht vielleicht ein Signal, dass die Ära der Nullzinsen in den USA vielleicht doch schneller enden könnte als erwartet? Vielleicht nicht, weil es die US-Notenbank möchte, aber vielleicht, weil die Inflation eben steigt und die Anleger eine höhere Inflation erwarten. Und das könnte sich auch darüber ausdrücken, dass die Zinsen nach oben gehen, ja traditionell ein gewisses Konkurrenzdasein fristen zu den Aktienmärkten. Ein ziemlich kümmerliches in der letzten Zeit, aber die Zinsen steigen. Und das ist das, was für mich hier spannend ist. Im Monatskerzenchart ist es ein bisschen versteckt, aber wir haben hier ein 1, 2, 3 Muster, das erst vermieden wurde noch im letzten Sommer, dann aktiviert wurde im Spätsommer, dann irgendwo getestet wurde im Herbst. Und jetzt sehen wir, dass die US-T-Notes, die 10-jährigen US-Staatsanleihen, sinken, also die Zinsen steigen. Und das hat negative Auswirkungen für den Goldpreis. Gold hat das Impulsende vom August, die 1.863-Dollar-Marke, erneut unterschritten. Damit ist das 1-2-3-Muster erneut aktiviert und es ist erneut die Gefahr, dass sich dieser Abwärtsimpuls vom August nun nach unten erneut aus- oder auffächert. Sollten wir 1.863 nicht zurückerobern. Sollte das der Fall sein, hier war ein bärischer Test, der erste Versuch zurückzuklettern darüber hat nicht funktioniert, dann wäre darüber die Perspektive wieder positiver. Man sieht eben, dass wir hier immer wieder kurz unter der 2000-Punkte-Marke mit jedem Rallye-Versuch hier ins Stocken geraten sind im Goldpreis. Also da höhere Zinsen
drückt auf, dann auf die Entwicklung vom Goldpreis, aber nicht auf die Entwicklung vom Aktienmarkt. Das ist im Grunde das, was ich zu den Tech zum NDAQ gesagt habe, gilt auch für den Germany 30. Auch da haben wir jetzt einen Abwärtsimpuls, 13.805 Punkte ist da der neuralgische Punkt, der auf Tagesschlusskursbasis möglichst nicht unterschritten werden sollte, um die Perspektiven hier aufwärts zu erhalten. Aber auch da ist ein, ja, wieder der Saisonalität, die eigentlich bis zum 23. Januar eher negativ gewesen ist. Im Schnitt der letzten 32 Jahre geht es hier in einem intakten Aufwärtstrend im Germany 30 nach oben. Also höheres Hoch und höheres Tief vermeintlich. Und jetzt ist das, wenn sich der Aufwärtstrend fortsetzt, was zu erwarten ist, ein weiteres höheres Hoch. Im Detail werde ich mir das anschauen, 9 bis 10 Uhr. Wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Bis später.